Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, King of Retail, dem Verkaufssim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen alles eingeräumt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ihr habt auch gesagt, ich soll erstmal nichts bestellen. Wir haben jetzt 4.140 Euro. Mit dem Geld werden wir jetzt 2-3 Tage überleben. Da kommen dann immer die neuen Einnahmen mit hinzu. Ich habe mir überlegt, dass wir Artikel dann ab dem nächsten Tag, also nicht heute, dann so ab ja, Artikel 6, wenn die fehlen, dann nachbestellen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rein in den Grind und werden hier soweit alles ready machen. Ne, bedeutet, wir gehen rein mit einem Betrag von 3.500. Ne? Ihr habt doch gesagt, sieh zu, dass du schnell ein, zwei Darlehen abbezahlst. Und das werden wir auch machen. Ich werde jetzt hier erstmal wieder alles vollräumen. Und hier haben wir immer noch was Leeres. Da habe ich wahrscheinlich Artikel, habt ihr auch geschrieben, gar nicht verbaut oder beziehungsweise gar nicht, bestellt. Ich werde jetzt erstmal hier soweit alles einmal ready machen, werde wieder alles auffüllen. Nach und nach, hier sieht auch soweit alles voll aus. So, die Schuhe müssen hier auf jeden Fall wieder ran. Das auf jeden Fall. Und wir sehen anhand der Artikel, wenn da irgendetwas fehlt. Das heißt, heute Laden öffnen, Geld machen, einen Kredit vielleicht abbezahlen. Ich denke, das sollte vielleicht ausreichen am Ende des Tages. Müssen wir mal gucken. Nein, wir wollen jetzt nicht mit ihm sprechen. Gehen Sie einfach weiter. Und das Geschäft ist gerade eben geöffnet. Wir räumen jetzt erstmal die Artikel soweit ein. Ali ist krank, yo, das wissen wir. Und hier haben wir, glaube ich, schon soweit alles ready. Ich gehe jetzt noch einmal alles ab hier. Hab jetzt, wie gesagt, gar nichts nachbestellt vom Lager. Sodass wir wahrscheinlich den ein oder anderen Artikel gar nicht vollräumen können. Ist aber nicht schlimm. Aber auf jeden Fall sieht der Laden wieder ganz gut aus. Ich habe doch gefragt, wann ich die Schilder wieder einbaue. Das mache ich dann die Tage irgendwann. Ich hatte jetzt bisher noch keine Zeit, weil ich noch dabei bin, die ganzen Videos wieder auf Vordermann zu bringen. Was war hier nochmal, Leute? Irgendeine Dose fehlt hier. Ich gucke gleich mal, ob ich noch irgendwas habe, was ich vielleicht vergessen habe. Eine Cerealie, was wir jetzt in Übermaßen da haben. Oder in Massen. Dass wir da vielleicht noch irgendwie was... Ich guck mal eben kurz. So, das muss ja irgendwas mit Lebensmittel sein, ne? Mit Büchsen. Weil alles andere macht keinen Sinn. Davon haben wir 4. Davon haben wir auch 4. Irgendwas habe ich da vergessen. Ach, guck mal hier, dieses Bonduell-Gemüse hier. Was haben wir doch eigentlich hier? Erbsen mit Möhrchen haben wir da. Ne? Das. Mais. Peaches. Ach hier, das fehlt. Ah, ich hab's gefunden. Sehr gut. Den Mais. Den frischen. So. Sehr gut. Oh, hier müssen wir Alkohol nachfüllen. Weil jetzt steht ja hier... Ach, wir haben 2 an der Kasse, ne? Stimmt, richtig. Geht da ein bisschen schneller. Vielleicht, dass Ali nicht da ist. Stimmt, Donnerstag war ja immer ein sehr hoher Traffic hier bei uns im Laden. Das haben wir auch da. So, hier haben wir natürlich jetzt auch nichts nachbestellt. Hier haben wir, glaube ich, noch genug auf Lager. Da können wir auch nochmal nachfüllen. Das heißt, heute ist es nicht allzu schlimm mit dem Auffüllen. Es wird sich aller Voraussicht nach in Grenzen halten. Und ja, gucken wir einfach mal. Ne? Paprika haben wir hier. Die Mäuse hatte ich ja beim letzten Mal einsortiert. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier noch irgendwie Lebensmittel... Reinigung. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch 6 Stück von, ne? Die haben auch alle eingeräumt. 2, 4, 5. Ne, 5 haben wir nur. Ach, guck mal hier, das fehlt noch. Das können wir hier noch einräumen. Sehr schön. Das Diamond-Toilettenpapier. Und haben wir noch irgendwas anderes, was wir hier noch einräumen können? Oh, guck mal, der Klar, natürlich. Hatten wir hier noch irgendwas von diesen Geschichten hier? Lebensmittel, Reinigung. Irgendwas, was jetzt halt komplett mit 10 von 10 ist. Ich guck mal gerade. Nee, also hier zumindest nicht mehr. Aber hier vorne können wir noch ein bisschen was reinräumen.
Das ist ja, glaube ich, so Weichspüler, ne? Reinigung. Ah, guck mal hier. Milde Bleiche ohne Chlor. Oh, gar nichts. Guck mal, das habe ich auch noch drin. Sehr schön. Dann räumen wir das mal hier rein. Dann können wir hier noch was reinpacken. Da waren nämlich auch ein paar Artikel. Reinigung. Und so bekommen wir dann ganz normal wieder hier so ein... Excuse me. Workflow hin, ne? Ach, haben wir davon gar nichts mehr da? Ach, guck mal, müssen wir erstmal einräumen. Habe ich ganz übersehen hier, dieses Clean-Zeug. Thanks. Sehr schön. Okay. Getränke, Lebensmittelreinigung. Haben wir noch mehr von diesem Clean-Zeug? Oh ja. Das hier. Milde Bleiche ohne Chlor haben wir auch noch am Start. Bleach. Ist, glaube ich, Bleiche, ne? Bleach ist, glaube ich, Bleiche. So, dann haben wir jetzt hier noch diese anderen Artikel. Reinigung. Das waren die hier, ne? Thank you. Ah, mal eins. Zwei. Drei. Und der Rest können wir dann daneben noch ranpacken, beziehungsweise da hinten noch ein bisschen reinpacken. Hey, can you help me? Sehr schön. Hey, got a second. Dann haben wir das auch noch vom Lager weg. Guck mal, wir haben jetzt schon 5.500 Euro. Das ist schon recht viel. Thank you. So. Hier haben wir jetzt auch noch ein paar Artikel, die wir auch noch reinpacken können. Reinigung. Thank you. Hey, have a minute. So, die Kassen habe ich mittlerweile so eingestellt, dass das passt, dass die nicht gleichzeitig Pause machen. Das hattet ihr ja auch geschrieben. Excuse me. Ob die Leute jetzt hier Fragen haben oder Peng, das ist mir mittlerweile relativ Wumpe. Ich muss mich nämlich erstmal hier um die wichtigen Dinge kümmern. So. Das kommt vorne noch hin. Ach, guck mal, wie viel Waschmittel wir hier noch haben. Haben wir da überhaupt noch Platz? Ich glaube, das kriegen wir hier noch hin, ne? Lebensmittel, Reinigung. Können wir hier noch hinpacken? Das ist, glaube ich, so eine Art Weichspüler oder sowas, ne? Den hier. Ah, die anderen Sachen können wir da auf der anderen Seite noch hinpacken. Ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber dann haben wir jetzt hier auch die Reinigungsabteilung soweit wieder ready. Da werde ich gleich nochmal meine Runde machen und mal gucken, was für einen Artikel wir dann noch an den ersten Ständer packen können, wenn wir da reinkommen. Weil das weiß ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht. Gucken wir einfach mal. Warte mal. Weil hier war, glaube ich, noch Platz, ne, für zwei Artikel. Reinigung. Ich glaube, da hat man noch zwei Stück mit 10 von 10, ne? Genau. Das und das. Und dann haben wir hier soweit wieder alles eingeräumt. Sehr schön. Ist vielleicht jetzt ein bisschen durcheinander, aber das ist mir jetzt relativ Wumpe. Beziehungsweise egal. So. Das haben wir auch. Sehr schön. Dann können wir hier schon mal wieder so ein paar Sachen auffüllen, sofern das geht. So, haben wir hier noch ein paar Artikel, die wir auffüllen können. Ja... Aber so langsam wird das Lager wieder leer. Das heißt, der große Ausverkauf beginnt wieder. Hier können wir auch ein paar Router wieder auffüllen, sofern wir noch welche haben. Sehr schön. Ein paar Mäuse. Die laufen, glaube ich, auch ganz gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, da haben wir nichts. Hier können wir auch noch ein bisschen was nachräumen. Hier hatten wir, glaube ich, nichts mehr auf Lager. Ne? Nee. So. Die Gaming-Mäuse gehen eigentlich auch gut weg. So, jetzt gehen wir gleich nochmal wieder in die Gemüseabteilung hier. Getränke. Und so weiter. Werden dann auch noch aufgestellt. Hier Sektflaschen. Aber das Lager leert sich halt schon wieder, ne? Das ist halt... Ach, so alle Sachen ab 6 vielleicht in der übernächsten Folge bestellen. Müssen wir mal gucken. Jetzt wird das vielleicht nochmal so ein bisschen auffüllen. Oh, hier Gemüse, Leute. Gemüse. Und das Obst. Was eigentlich immer gut weggeht. Hier die Kirschen und die Erdbeeren, ne? Die gehen immer ratzifatzi weg. Das ist definitiv eine gute Sache. So, Kaffee heute irgendwie gar nicht. War, glaube ich, nicht im Angebot, ne? Deswegen. So. Hier mal die Dosen vollpacken. Sehr schön. Der
Es war voll. Sophie macht eine Pause. Das ist vollkommen legitim. Hier war nichts drin. Wollen wir die Sachen nochmal voll hier. Und machen jetzt einfach nochmal unsere Runde hier. Also aktuell ist es halt wirklich so, dass wir einfach nur damit beschäftigt sind, Sachen aufzufüllen. Ne? Das ist natürlich nicht Hauptthema. Wir wollten ja eigentlich unsere Computerabteilung ausbauen, aber was nicht ist, ist halt nicht, ne? Aber die Hemden sind, glaube ich, alle weg, wa? Na, ein paar haben wir noch. Das ist schon mal gut. Guck mal, jetzt haben wir 7800. Das heißt, wir könnten, wenn die Abzüge passen, zum Ende des Tages wahrscheinlich schon einen Kredit abbezahlen. Weil er uns ansonsten auffrisst. Das sind 1000 Euro an Darlehen jeden Tag. Und oder wir zocken einfach durch. Ja gut, das Problem ist, wenn ich jetzt wieder nichts bestelle, ist das Problem, dass wir dann wieder gar nichts da haben. Ne? Thank you. Guck mal hier, die ganzen Fußballschuhe. Die sind schon wieder alle weg. Da haben wir gar nichts mehr auf Lager. Hier sind wahrscheinlich auch wieder alle weg. Na, da können wir doch ein paar nachlegen. Das ist schon mal ganz gut. Die Joggingbuchsen, T-Shirts. Boah. Trikots. Relativ okay. Da vorne sind keine T-Shirts mehr. Die Sachen gehen auch relativ gut weg. Aber der Umsatz passt auf jeden Fall. Hier nochmal was machen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch dranhängen können. Weil irgendetwas müssen wir haben. Weil Damenbekleidung haben wir ja noch nicht. Was wir noch 10 von 10 haben. Excuse me. Das hier haben wir 10 von 10. Okay. Das ist gar nicht einsortiert. Hemden. Ah, guck mal, hier sind noch T-Shirts, Leute. Wo haben wir die? Die hatten wir gar nicht hier, ne? Okay. Gut, die Trikots. Das Juve-Trikot hängt doch da. Ah, hier, guck mal, Pullover hatten wir noch hier. So ein Hoodie. Ja, das war's. So, jetzt können wir die hier noch aufhängen. Wir gucken gleich mal kurz in unser Lager. Das passt natürlich jetzt hier nicht hin, ne? Aber was ist das sonst gemacht? Gut. Ist eher hier so ramschmäßig. So, was sagt unser Lager? Oh, sind noch Artikel drin. Aber wir könnten auch mal wieder ein bisschen was nachbestellen. So. Die Kasse können wir jetzt auch nochmal öffnen. Ich kann jetzt einfach mal eine Runde mitkassieren. Zum Ende des Tages, die letzten 2 Stunden, da machen wir mal ein bisschen was anderes. Gucken wir einfach mal. Gucken, ob sich Leute hier anstellen. Na, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie ran hier. Die gehen halt alle da hinten hin, ne? Hey, got a second? Ah, jetzt kommen die. Leute, dann kassiere ich die auch nochmal ab zum Ende des Tages. Der Chef muss mal wieder hier separat einspringen. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Excuse me. Kommen Sie ran, zahlen Sie. Bar oder mit Karte? So. Let's go, let's go. Boah, die hat aber ordentlich gekauft. Viel Kleinkram wahrscheinlich. So, Anstellbereich werde ich jetzt mal schließen hier bei der Kasse. Und da werde ich gleich noch ein paar Sachen auffüllen. Kriegen wir 10.000 noch? Ich glaube, das müsste noch gehen, ne? Ich gucke mal, ob ich jetzt hier noch ein paar Artikel wieder einräumen kann. Hier haben wir noch ein paar Röcke, aber ich glaube, die haben wir gar nicht mehr auf Lager, ne? Wir müssten auf jeden Fall den Kredit abbezahlen und noch so ein paar andere Sachen machen. Haben wir hier noch irgendwie Getränke, die wir hier noch eingeräumt haben, die wir bisher noch gar nicht hatten? Lebensmittel? Getränke. Warte mal, mit Sprudel. Ah, guck mal, wir haben die hier alle. Stimmt. Die haben wir gar nicht da. 10 von 10. 10 von 10. Und da drüben können wir auch noch ein paar von denen packen. Aber ich meine, irgendwie wäre auch ein bisschen was übrig geblieben. So, wir haben Feierabend. Das heißt, wir haben jetzt auch die letzten Artikel soweit eingeräumt gleich.
Ich muss aber echt nochmal durchgucken. In aller Ruhe. Was wir da noch so haben. Was sich vielleicht jetzt hier noch angesammelt hat an Lebensmittel. Getränke, Sprudel. Das haben wir auf jeden Fall hier noch. Das haben wir noch. Das haben wir noch. Ansonsten haben wir noch die und die beiden. Die räumen wir jetzt nochmal ein. Hier wird noch fleißig abkassiert. Ja, und dann haben wir, glaube ich, alle Artikel mittlerweile wieder platziert. Wie gesagt, die Computerabteilung liegt noch brach. Da können wir aktuell noch nichts machen, weil wir haben zwar 10.000 Euro, aber ich werde erstmal mit diesem Geld den ein Kredit davon ablösen. Oder wir sparen einfach das Geld. Na, ich glaube, wir sparen das Geld erstmal. Und ja, müssen mal gucken. Guck mal hier, das sind fast 2.000 Euro, die runtergehen. 8.400. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben auch wieder E-Mails. Wir gucken mal. Sind natürlich, was das Kapital angeht, ganz gut. Es gibt eine Klimakonferenz. Oh, Öko. Oh, nee. Die Ökologen kommen. Müssen wir mal gucken. So, wir haben ja da ordentlich Geld verdient. Klar. Oder wir stottern den ab, ne? Das heißt, wir haufen immer Geld an. Wir machen pro Tag, machen wir ordentlich Geld. Das ist schon mal ganz gut. Also wir gucken mal, was wir da machen. Ob wir Mindestbestellung machen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen schon mal so vorsortiert. Das sind alles Sachen, die wir nachbestellen müssen. Das sind nochmal 3.000 Euro. Da kommen wir echt nicht drum rum. Das sind so 7-8 Artikel, die wir halt haben, wo wir quasi nichts mehr von haben. Die muss ich jetzt einfach mal bestellen. Und denn ansonsten läuft der Laden wieder leer, ne? Was braucht man nicht unbedingt? Ich glaube, davon haben wir noch genug. Tastaturen und so weiter. Gut. Ja, die muss ich halt auch nachbestellen, weil die gar nicht mehr da waren. Das können wir mal rausnehmen hier. 2,8. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was bestellen. Da führt kein Weg dran vorbei. Zack, wir haben wieder ein bisschen Geld investiert. Wir haben jetzt noch 5.900 übrig. Wir können mal kurz in unsere Kredite reingucken. 5.720. Das wäre, glaube ich, der Kredit, den wir vielleicht beim nächsten Mal abbezahlen. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. So, Leute, ich würde sagen, das soll es dann damit mal wieder gewesen sein. Hier mit einer Folge zum King of Retail. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.